Hallo und herzlich willkommen bei Die Geächteten. Wir sind drei von vielen Leuten, die bei Iman TV im Stream waren und nicht mehr reinkommen. Ich, weil ich Udo konkrete Hinweise gegeben habe, welche Argumente er geben kann, zack, rausgeschmissen. Der Simon hat ist zweimal in den Stream gekommen und hat gute Antworten geliefert. Beim nächsten Mal hast du gewartet und gewartet und keiner kam mehr rein. Obwohl dir es zugesichert wurde, du kannst kommen. Und dem Josef, ja gut, der ist auch gesperrt. Du bist so ein Gentleman, da kann man natürlich nicht sagen, aus dem und dem Grund, du bist einfach ohne Kommentar gesperrt. Und jetzt wollen wir trotzdem den Menschen, die von Iman TV in die Irre geführt werden, wollen wir die Möglichkeit geben, zu Punkten, die vielleicht genannt werden. Wir sind keine Propheten, aber zum Thema Dreieinigkeit einige Punkte, die möglicherweise im Stream gegen Gott, gegen den dreieinigen Gott gebracht werden, vielleicht schon vorab mal aufzuklären und ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und dazu, ja, ist die Frage aber eigentlich, wo genau steckt denn das logische Problem der Trinität? Und wo liegt überhaupt das Grundproblem? Simon, wo siehst du das Grundproblem? Also das Grundproblem, das ich sehe, ist, dass sich die Person, die den Einwand stellt, in die Position hebt, selbst zu bestimmen, ob es logisch ist oder nicht. So, die Frage ist ja, für wen ist es denn unlogisch? Es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt, die haben überhaupt gar kein Problem mit der Dreieinigkeit. Und ich hatte schon zig Gespräche mit Menschen aus verschiedensten Hintergründen und es sind, kann ich sagen, von meiner Erfahrung her, fast ausschließlich Muslime, die das vorbringen. Und es zeigt mir, dass das Problem vielleicht darin liegt, dass Muslime es nicht verstehen wollen und dass es von ihrem Glauben her überhaupt gar nicht möglich ist, dass sie auf der einen Seite anerkennen, dass die Dreieinigkeit in sich stimmig ist und sie weiter am Islam festhalten. So, weil ihr eigenes heiliges Buch die Dreieinigkeit falsch dasteht, stellt zum einen, aber eben ankreidet, können sie am Ende nicht zu dem Punkt kommen, zu sagen, ja, ich kann die Logik der Dreieinigkeit verstehen. Deswegen wollen Muslime das oft einfach nicht verstehen und da sehe ich den Hund begraben. Das wird auch oft als so eine Ausrede regelrecht benutzt und das ist deswegen auch das Lieblingsthema vieler Dawa-Leute, weil man kann sich's ganz einfach machen. Man kann sich die besten Erklärungen liefern lassen und am Ende sich schön zurücklehnen und sagen, nee, aber halte ich trotzdem für unlogisch. Überzeugt mich nicht. Ja, genau. Was im Prinzip, wie du gesagt hast, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Obwohl viele, viele Menschen, Milliarden Christen weltweit kein logisches Problem damit haben und sehen. Und wir werden auch heute sehen, jetzt sehen, es gibt kein logisches Problem bei dieser Frage. Und wenn ich schon so eine Gleichung auf dem Thumbnail, auf dem Titel eines Livestreams sehe, da zeigt sich für mich, dass da nicht mit offenen und nicht mit ehrlichen Karten gespielt wird. Natürlich, das, was da steht, ist vollkommen korrekt. Es ist aber auch ein Strohmann-Argument. Es greift etwas an, was Christen überhaupt nicht glauben. Das ist nicht, was die Bibel lehrt, dass 1 plus 1 1 sein soll. Kein Christ glaubt das, kein Vers aus der Bibel lehrt das. Deshalb, meine Trinitäts-Challenge an alle Muslime zeigt uns einen Vers in der Bibel, der davon spricht, dass Christen an drei Gottheiten glauben. Zeige uns einen Bibelvers, der sagt, Christen glauben an drei Gottheiten. Denn das wird im Prinzip immer wieder behauptet, davon wird ausgegangen, wobei die absolute Grundvoraussetzung in der Bibel zum Thema Dreieinigkeit ist, dass es ein einziger Gott ist, einer. Und wenn wir dann auch mal schauen, hier, okay, was lehrt denn die Bibel? Die Bibel lehrt uns ganz klar, es gibt einen Gott. Okay, die Bibel lehrt uns aber auch, und da kommen wir dann nochmal dazu, das zeige ich auch noch an mehreren Stellen, aber hier sieht man, es gibt auch in der Bibel drei Personen. Es gibt einen Vater, es gibt ein Wort oder auch Sohn genannt, es gibt einen Heiligen Geist. Aber über alle drei wird ausgesagt, der Vater ist Gott, das Wort ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Ebenso Schöpfer. Der Vater ist Schöpfer, das Wort ist Schöpfer und auch der Heilige Geist ist Schöpfer. Und so kann man verschiedene Eigenschaften durchgehen. Ganz, ganz klar, diese
göttlichen Eigenschaften, die absolut und unangefochten göttlich sind, betreffen den Vater, betreffen auch das Wort und den Sohn und auch den Heiligen Geist. Und Simon, möchtest du noch was sagen zu dem Thema? In meinem Theologiestudium hat mein systematischer Theologiedozent oft von theologischen Reflexionsbegriffen gesprochen, also von Begriffen, die eine Realität veranschaulichen, die durch das theologische Reflektieren irgendwo sich erschlossen wurde. Und genau das ist die Dreieinigkeit. So, das Wort Dreieinigkeit kommt nicht in der Bibel vor. Das Wort Tauhid kommt aber auch nicht im Koran vor. Wenn Muslime aber theologische Reflexion betreiben, dann stoßen sie auf diese Realität des Tauhid und benennen sie als Tauhid. Und so würden wir Christen eben auch die Dreieinigkeit als einen theologischen Reflexionsbegriff sehen, die diese Realität, von der Klaus hier gerade gesprochen hat, beschreibt. Also, jetzt kommen Muslime und sagen, pass mal auf, das hast du als Christ erfunden, weil das Alte Testament lehrt das nicht. Ja, das ist eben, das ist eben nicht der Fall. Also wir haben jetzt im Neuen Testament nicht eine Gottesoffenbarung, die jetzt im Widerspruch steht zu der alttestamentlichen Gottesoffenbarung, sondern in der ganzen Bibel haben wir eine kontinuierliche Zunahme an Offenbarungen von Gottes Wesen, an dem, dass Menschen mehr und mehr gezeigt bekommen haben von Gott, wer er ist und wie er ist. Also ein Abraham wusste mehr von Gott als ein Noah, ein Moses wusste mehr von Gott als Abraham, ein David wusste mehr von Gott als Moses und so weiter. Also wir haben das, dass Gott Stück für Stück mehr und mehr und mehr und mehr und mehr von sich zeigt. Und wenn jetzt eine spätere Offenbarung im Widerspruch zu einer früheren stehen würde, dann hätten wir ein Problem, richtig. Aber wenn es so ist, dass einfach mehr und mehr von dem gelüftet wird, wer Gott ist, dann ist es kein Problem. Und die Lehre der Dreieinigkeit ist nicht ein Widerspruch in sich zu dem, was das Alte Testament über die Einheit Gottes lehrt. Da wird manchmal der Vers in 5. Mose 6, Vers 4 angeführt, das Schema Israel. Höre Israel, der Herr dein Gott ist einer. Ja, richtig, das glauben auch Christen. Im Neuen Testament haben wir an verschiedenen Stellen die Passagen, die ganz klar das belegen, dass auch die ersten Christen davon ausgegangen sind, dass es nur einen Gott gibt. In 1. Timotheus 2, Vers 5, einer ist Gott. Oder 1. Korinther 8, 4, nur einer ist Gott. Übrigens von dem verhassten Paulus, von vielen Muslimen verhassten Paulus. In Markus 12, 32, da heißt es, Gott ist einer und es gibt keinen Gott außer ihm. Da werden Jesu Worte wiedergegeben. Und derselbe Markus, der diese Worte von Jesus dokumentiert, führt in seinem Evangelium in den ersten paar Versen bereits Passagen aus dem Alten Testament an, in denen von Yahweh gesprochen wird, und münzt die auf Jesus und macht damit klar, dass er, Markus, Jesus als Yahweh aus dem Alten Testament versteht. Also wir sehen derselbe Markus, der davon spricht, dass Jesus Yahweh ist, führt die Worte Jesu an, in denen er sagt, dass es keinen Gott gibt als den einen. So, aber wir finden Josef das im Neuen Testament immer wieder nebeneinander. Wir finden es in den frühen Kirchenvätern immer wieder nebeneinander, dass die ersten Christen sich sehr wohl darin einig waren, dass es nur einen Gott gibt, aber dass dieser eine Gott eben sich offenbart hat in Christus und im Heiligen Geist und als Vater. Ja. Aber Josef, würdest du jetzt sagen, dass im Alten Testament schon die Dreieinigkeit zu finden ist? Ja, tatsächlich. Also natürlich nicht in der Klarheit, wie wir es im Neuen Testament durch die Fleischwerdung des Logos, der zweiten Person des einen Gottes, offenbart bekommen haben und es klar deutlich wird. Dazu kann man zwei Sachen sagen. Also das würde jetzt einen Rahmen hier sprengen, das vom Alten Testament nachweisen zu wollen. Da empfehle ich einen Vortrag von Anthony Rogers, The Trinity in the Old Testament. Also da könnt ihr euch wirklich hineinversenken. Und das eine, dort weist es wirklich nach, dass das in dem Sinne keine neue Lehre ist, sondern wie Simon gesagt hat, es war schon da, aber wird nur entfaltet. Ja, wie in einem Samenkorn schon alles enthalten ist, wird es nur weiter entfaltet. Und zum Zweiten gibt es ja dieses eine Buch auch, Two Powers in Heaven, zwei Mächte im Himmel, und zeigt, dass
vor dem Kommen des Herrn Jesus, beziehungsweise um seine Zeit herum, Juden schon diesen Gedanken gehabt haben, aus der Schrift ganz klar erkannt haben, da ist mehr als nur eine Macht im Himmel, es gibt mindestens zwei. Und da, das erzeugt schon davon, dass es im Alten Testament sehr wohl eine Pluralität in Yahweh sich schon ganz deutlich gezeigt hat. Übrigens, das Buch geschrieben von einem jüdischen Autor, ne? Und es reicht eigentlich schon, wenn man mal die Bibel aufschlägt, schon an in den ersten Seiten begegnet einem diese Pluralität. Das kann einem jetzt gefallen oder auch nicht, aber wehe uns, wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen in dem, was es sagt. Ja, und was lehrt denn die Bibel? Die Bibel, zum einen lehrt sie über die Personen, und die Personen, das ist ja die Frage nach dem Wer, dass es einen Vater gibt, ein Wort oder auch Sohn genannt und einen Geist. Und jetzt sagt die Bibel, wenn wir hier schon eine mathematische Gleichung aufstellen wollen, dann heißt das, dass eine Person plus eine Person plus eine Person drei Personen sind. Die Bibel lehrt drei Personen, so als mathematische Gleichung mal dargestellt. Aber gleichzeitig lehrt sie, dass was das Wesen, was das Sein betrifft, die Frage nach dem Was, nämlich Gott, Gottheit, Ewigkeit, Allgegenwärtigkeit, Allmächtigkeit, das Schöpfersein, die Quelle des Lebens zu sein, dass das sowohl zutrifft auf das Wesen des Vaters, als auch auf das Wesen des Wortes, als auch auf das Wesen des Geistes. Man könnte sagen, W ist gleich W, ist gleich W. Und in beiden Aussagen steckt keinerlei logischer Widerspruch. Also ich sage auch mal, ja, das ist ein anderer Algorithmus. Hinsichtlich der Personen 1 plus 1 ist drei Personen, ist ja ganz klar. Aber hinsichtlich des Wesens, da alle drei Personen Anteil haben an allen Eigenschaften des einen Wesens Gottes, muss man einmal 1 mal 1 = 1 rechnen. Da würde dieser Algorithmus passen. Ne? Muslime, die verwechseln Unitarismus mit Monotheismus. So Unitarismus würde von einer Person in der einen Gottheit ausgehen. Der Binitarismus, und da finden wir, wie gerade eben schon angeführt wurde, auch jüdische Strömungen, die das lehren. Da hat ein nichtchristlicher Gelehrter, ich glaube, er heißt Peter Berger, auf jeden Fall das Buch heißt Zwei Götter im Himmel, hatte schon angeführt, wie es zur Zeit Jesu und davor verschiedene jüdische Strömungen gab, die von mehreren Personen in der einen Gottheit ausgingen. Das wäre Binitarismus, den Trinitarismus. Das ist eben, was wir Christen glauben, aber nicht nur Christen. Es gibt eine eine Passage aus der Kabbala, einer jüdischen Schrift, in der auch der Trinitarismus, drei Personen in der einen Gottheit, gelehrt wird. Habe ich mir mal hier notiert, Sohar 2,43, findet man auch im Internet, schnell auf Englisch. Der Punkt, der gerade genannt wird, ist, dass wir in der einen Gottheit drei Personen haben, die sich aber alle dieselbe göttliche Natur teilen. Und darin waren sich die ersten Christen schon einig. So, das kann man sich vielleicht vorstellen wie bei drei Goldmünzen. Alle drei sind ihrem Wesen nach Gold, aber sind unterschieden in verschiedene Münzen. So, es ist bei Gott so, dass es keinen außer ihm gibt, der die göttliche Natur teilt. Wenn das so wäre, dann hätten wir einen Tritheismus. Und Muslime verwechseln oft Trinitarismus mit Tritheismus. Wir glauben an drei Personen in der einen Gottheit, die alle dieselbe göttliche Natur teilen. Aber wir glauben nicht an drei Götter mit einer jeweils eigenen Natur. Wir sagen, es kann keinen geben, außer dem einen Gott, der eine göttliche Natur hat. Und deswegen glauben wir nicht an drei Götter. So, und was mich da halt einfach stört, ist, dass Muslime ihr unitaristisches Gottesbild zum Maßstab machen für den Monotheismus. Während wir eben sagen, wir glauben an einen Gott, der sich in diesen drei Seinsweisen zeigt. So ist es ein Widerspruch. Es wäre ein Widerspruch, wenn wir in unseren menschlichen Kategorien denken, in denen wir an bestimmte Begrenzungen, an bestimmte Grenzen irgendwo limitiert sind. So, das ist aber in dem unendlichen Wesen Gottes nicht gegeben. So, Gott ist ein unendliches Wesen, kein endliches Wesen. Deswegen können in Gottes unendlichem Wesen, anders als in unserem menschlichen, endlichen, begrenzten Wesen, kann es auch eine Entfaltung in drei Personen geben. So, wir können nur eine Person in einer Natur sein, aber
in Gottes unendlichen Wesen ist diese Begrenzung nicht gegeben. Und deswegen kann er als der eine Gott in verschiedenen Personen bestehen. Genau, und das, da machen Muslime eigentlich genau das, was sie selbst sagen, was man nicht machen darf, nämlich, dass man von Gott wie über Menschen denkt. Und klar, 1 plus 1 plus 1 ist falsch, aber nochmal, ihr macht auch die Einheiten nicht dazu. Wir reden nicht davon, dass eine Person plus eine Person plus eine Person eine Person ist, sondern eine Person plus eine Person plus eine Person ist gleich ein Wesen. Und jetzt müssten natürlich Muslime, um einen logischen Widerspruch aufzuzeigen, müssten zeigen, dass drei wer, oder wir glauben, dass drei wer ein was sind, sozusagen. Und jetzt wäre die Logik-Challenge, ihr müsst uns zeigen, dass die Dreieinigkeit unlogisch ist, indem ihr beweist, dass drei wer's nicht ein was sein können. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, aber wenn man ganz ehrlich ist, so kompliziert ist es nicht. Zum Beispiel, es gibt Vorstände, da sind drei Wers drin und die sind ein was, nämlich ein Vorstand. Es gibt Königshäuser, da sind drei Wers und es sind trotzdem ein was, ein Königshaus und so weiter. Wir können aber auch selbst in ganz andere Kategorien reingucken. Wir können gucken, wir Menschen, wir sind dreieinig. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele und wir haben einen Geist. Warum? Weil wir Gottes Ebenbild tragen. Und deshalb sind wir eben auch dreieinig. Man kann andere Punkte angucken. Raum und Zeit und Materie, das ist das Universum. Raum, Zeit und Materie. Man kann aber, und dieses Dreieck bildet eben dieses eine Universum. Man kann aber auch den Raum nochmal aufteilen und die Zeit, oh, jetzt habe ich das verwechselt hier, der Raum ist Höhe, Breite und Tiefe, die Zeit ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und die Materie ist fest, flüssig oder gasförmig. Wer will, kann natürlich noch Plasma hinzufügen, egal, ihr versteht meinen Punkt. Natürlich können verschiedene Dinge zu einem gehören. Es gibt nicht eine Höhe und das ist ein separater Raum. Nein, Höhe, Breite und Tiefe bilden zusammen den einen Raum. Und das sind aber alles nur Beispiele. Wir sind natürlich, Beispiele sind immer begrenzt. Ihr könnt jetzt sicherlich auch noch jede Menge Beispiele aufzählen. Wer über diese ganze Logikfrage nochmal nachdenken will oder nachlesen will, hier habe ich noch eine Homepage zum Thema. Du wolltest noch was sagen, Josef? Ja, also hier wird dann auch gerade Römerbrief Kapitel 1, Vers 20 relevant, wo es dann auch heißt, dass sein unsichtbares Wesen, seine Gottheit und göttliche Kraft wird seit Erschaffung der Dinge durch vernünftiges Nachdenken wahrgenommen und geschaut. Und so könnte man sagen, dass man allein aus der Beobachtung, aus dem vernünftigen Nachdenken sehen kann, dass eine Trinität, eine Dreiheit im Wesen Gottes selbst verankert sein muss, weil Raum, Zeit und Materie, die müssen gemeinsam erschaffen worden sein, gleichzeitig, also in dem Sinne gleichzeitig, ein bisschen schwierig zu denken, also von der logischen Priorität her, weil gleichzeitig Zeit erschaffen setzt schon Zeit raus. Da kommen wir allein schon an unsere Grenzen. Aber hier kann man wirklich sehen, im Anfang Zeit schuf Gott Himmel, Raum und Erde, Materie. Also man hat im ersten Satz der Bibel schon diese drei Sachen gegeben, weil die sind notwendig. Ohne Zeit kannst du keinen Raum haben und keine Materie reinsetzen in den Raum. Ohne Raum hast du keinen Raum. Bei aller Zeit und bei aller Materie, wenn du keinen Raum hast, wo willst du die Materie hinsetzen? Wo soll Materie bestehen können? Also alle drei Dinge müssen da gewesen sein. Und ja, und da haben wir eine Trinität der Trinität und überall, wo man hinschaut. Vielleicht gebe ich mal ganz kurz das Beste, was ich, also ich sage ganz klar, alle Illustrationen sind mangelhaft. Eine Illustration, die die Trinität an sich veranschaulichen, illustrieren könnte, gibt es nicht. Die gibt es nicht. Das Beste, was so eine Illustration machen kann, ist, Teilaspekte der Trinität zu veranschaulichen. Das ja. Aber trotzdem, ich möchte euch mal mitgeben, was ich so als Bestes gefunden habe, bei drei Personen und einem Wesen, drei Wers, ein Was. Das Beste, es tut ein bisschen weh, muss ich sagen, ja, weil ich musste auf eine Störung beim Menschen zurückgreifen, aber Gott ist absolut vollkommen, ja. Und das ist eben die, ein Mensch, der mehrere Persönlichkeiten hat. Man spricht ja von einer gespaltenen Persönlichkeit, also aber ein Mangel, ein Fehler. Aber es ist mit das Beste, was das veranschaulicht. Ne? Die bricht an einem bestimmten Punkt selbstverständlich zusammen. Aber stellt euch vor, da ist ein Mensch, ein Leib, ein menschliches Wesen mit all seinen Fähigkeiten, aber Beschränkungen genauso, die ihn eben als Mensch auszeichnen. Aber jetzt ist da nicht eine Person, sondern drei Personen.
Und es ist aber auch nicht so wie bei dieser Störung, die vielleicht sogar, weiß nicht, ne, manche gehen von der Besessenheit aus. Ich möchte mich dazu gar nicht äußern. Ich bin, kann da auch nichts sagen. Aber jetzt stellt man sich vor, es ist nicht so, wie das so auftritt hier in der Welt, wie wir das so beobachtet haben, bei, oder beobachtet wird bei verschiedenen Fällen, dass eine Persönlichkeit vorne ist, dann tritt die zurück, dann kommt eine andere nach vorne, sondern es sind drei Personen, die in vollkommener Harmonie und im Verein, in Einheit handeln. Ja, wie so drei Bewusstseinszentren, die synchron laufen und absolut eins sind und als eins handeln. Und dann hat man eigentlich schon eine Illustration, ein Beispiel aus der Welt, wo man sagen kann, da ist ein Was, nämlich ein Mensch, aber drei Wers, die in ihm gleichzeitig im Verein und in absoluter Harmonie handeln und Gebrauch machen von allen Fähigkeiten, die dieses Wesen mit seinen Beschränkungen, aber auch Möglichkeiten, die ihn eben als Mensch auszeichnen, auch Gebrauch macht. Und es ist, kann man sehen, dass hier überhaupt kein logisches Problem besteht. Überhaupt kein logisches Problem. Da kann man sehen, dass mit der Formulierung, mit dieser Identitätstheorie etwas verkehrt ist. Nee, also nicht nur ein logisches Problem, sondern nicht mal ein tatsächliches Problem, weil es ja diese Persönlichkeitsstörung gibt, dass drei Personen in einem Körper sind sozusagen. Was jetzt nicht verstanden werden darf, was Muslime vielleicht, manche Davagandisten draus machen, versuchen, dass wir, als würden wir an einen persönlichkeitsgespaltenen Gott glauben. Das ist nicht der Punkt. Sondern was man an diesem mangelhaften Vergleich, im Vergleich zu anderen mangelhaften Vergleichen sieht, ist, dass es eben durchaus möglich ist, dass drei wer ein was sind. Drei Personen, ein Wesen. Aber wie gesagt, auch das, natürlich ist es ein Vergleich, der an anderen Punkten wahnsinnig schwierig ist, aber an diesem Punkt zeigt er was. Genau. Da kommen wir also, eigentlich schon zu einem wichtigen Punkt. So, wir Menschen sind irgendwo in unserer Begrenzung limitiert an das, was wir sehen und wahrnehmen um uns herum. Und Gott, er muss jetzt Worte gebrauchen, Bilder gebrauchen, um sich irgendwo greifbar und verständlich zu machen. Und natürlich können auch all die Worte in der Bibel niemals ganz die Fülle von Gottes Wesen beschreiben. Und so sind wir als Menschen jetzt auch vor Gottes Wesen natürlich. Wir sehen bestimmte Dinge, die für uns klar sind, die gegeben sind, bestimmte Eckpfeiler, die gesetzt sind. Und jetzt müssen wir irgendwo vor der Aufgabe stehen, wie können wir diese verschiedenen Punkte zusammenbringen. Und da ist eben der Begriff der Dreieinigkeit eine gute, wie soll man sagen, Umrahmung von verschiedenen Dingen, die Gott über sich gezeigt hat. So, es ist nicht so, dass die im Widerspruch zu sich selbst stehen. Es ist nicht per se logisch unmöglich, aber es mag sein, dass es vielleicht komplexer ist als andere Gottesbilder. Aber da ist eben jetzt dieser logische Trugschluss, weil es komplexer ist, muss es als andere Gottesbilder, muss das andere Gottesbild richtig sein, weil das ist ja etwas, was jedes kleine Mädchen verstehen kann. Und hier muss man erstmal verschiedene Beispiele bringen und logisch erklären. Aber was ist denn das für eine Logik? Also so argumentieren oft Dauergandisten. So, das ist jetzt ist schwieriger zu verstehen als jetzt der islamische Monotheismus. Deswegen kann es nicht wahr sein. Das wäre ja total seltsam, wenn, also zum einen wäre es seltsam, wenn wir Gott ganz einfach verstehen könnten, dann das würde irgendwo zeigen, dass wir diejenigen sind, die aus der Vogelperspektive auf ihn gucken und letztlich ihn von außen betrachten, bewerten und verstehen können. Das ist ja irgendwo logisch, dass Gottes Wesen in manchen Dingen unser Verständnis sprengt. Ja. Und es wäre so, dass eben das wäre eben eine für mich nicht zulässige, nicht zulässiges Kriterium, anhand dessen man die Wahrheit einer Religion festmacht. Je einfacher, umso wahrer. Es gibt Dinge, die sind für mich noch viel leichter zu verstehen als der Islam. Naturgottheiten, einen Baum anzubeten, einen Stein anzubeten, das finde ich noch leichter zu verstehen als jetzt einen recht komplexer Offenbarungsglaube mit Propheten und verschiedenen Riten und Handlungen, die man tun muss und diesem und jenem, was alles dazugehört. Aber deswegen bin ich doch nicht Animist. Also es gibt doch immer irgendeine Gottesvorstellung, die noch simpler ist. Ja. Das kann ja nicht der Maßstab sein. Wie siehst du das, Josef?
Nur mal ganz kurz einen wichtigen Hinweis, wirklich nur kurz, aber wichtig, nämlich auch der Begriff Person an sich ist schwierig einfach. Ich würde es tatsächlich auch mit Augustinus halten, der hat gesagt, ja, ich gebrauche das Wort Person, damit ich nicht schweigen muss, damit ich überhaupt reden kann über Gott. Ne? Aber selbst hier, die haben da von Hypostasen geredet, die haben sich auf griechische Wörter dann zurückbezogen. Das ist auch ein ganz wichtig. Die Begriff, Frage ist, wie kriege ich den großen Gott, den das Universum nicht fassen kann, wie kriege ich den in meinen Schädel? Und im Gegenteil muss man sagen, wenn du mir deinen Gott komplett erklären kannst, dann kann das schon mal nicht Gott sein. Wenn wir das so sehen, muss man sagen, eigentlich ist das das Ende der Debatte, wenn man einfach nur die Bibel liest, weil die Bibel lehrt, dass Gott, und das ist nochmal die Grundlage, dass Gott echad ist, einig. Die Bibel lehrt, dass das Wesen, das Sein des Vaters, des Wortes und des Gottes, des Geistes identisch sind. Die Wesen, die Natur, die Eigenschaften. Und auch da, wir kommen immer an Grenzen mit menschlichen Worten. Die Bibel lehrt, wie es ist, den für uns begreifbaren Zustand. Unser menschliches Begriffsvermögen ist an dieser Stelle absolut begrenzt. Man müsste mit Muslimen jetzt an dieser Stelle sagen, Gott weiß es am besten. Interessanterweise sagen sie das selbst auch über ihren Allah. Wenn wir das über die Dreieinigkeit sagen, würden sie es nicht gelten lassen. So, der Warum Punkt nicht? Wäre da jetzt eben gemacht, wenn die Lehre der Dreieinigkeit im logischen Widerspruch zu dem stehen würde, was das Alte Testament lehrt und in sich unlogisch ist. Und es ist vielleicht komplexer als das islamische Gotteskonzept, mag sein, ja. Aber damit ist nicht gezeigt, dass es darum nicht stimmen kann, wie gerade eben angeführt. Und zum anderen steht es eben nicht im Widerspruch zu dem, was das Alte Testament lehrt. Auch dieses Schema Israel, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein Gott, ist einer, ist Echad. Echad ist ein Wort, das eine Einheit aus verschiedenen Elementen beschreibt. Also zum Beispiel in Genesis 2, Vers 24, da wird über den Ehebund gesprochen. Da heißt es, denn ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden Echad Fleisch sein und sie werden ein Fleisch sein. So, das sind zwei Personen, die in einer Einheit als Einheit zusammengefasst werden, Echad, aber doch weiter bleibt noch die Unterschiedlichkeit gewahrt in der gemeinsamen Verbindung. Und dieses Wort Echad wird auch an anderen Stellen noch genauso verwendet im Alten Testament. Und ich finde interessant, dass es auch hier bei der Einheit Gottes verwendet wird. Also für mich ist es ein bisschen, vielleicht auch da wieder ein fehlerhafter Vergleich, aber mit der fortschreitenden Gottesoffenbarung, so wie bei mehrteiligen Fortsetzungsserien von irgendwelchen Hollywood-Filmen. Also bei Star Wars, da gab es in den 80er Jahren Filme, dann kamen in den 90er Jahren nochmal Filme. Und es ist nicht so, dass die in den 90er Jahren jetzt im logischen Widerspruch zu denen in den 80ern standen. Die haben einfach auf manche Personen, auf manche Ereignisse, auf manche Begebenheiten nochmal ein erweitertes Bild gegeben. Und die Dreieinigkeit ist im Alten Testament vielleicht nicht so explizit dogmatisch gelehrt, kommt an vielen Stellen durch und lässt auf jeden Fall in dem, wie sie Gottes Einheit beschreibt, die Möglichkeit offen, dass diese Einheit Gottes, dieses Einssein Gottes, eine Einheit aus verschiedenen Elementen ist. Und von daher sehen wir, dass der neutestamentliche Glaube der ersten Christen, der Apostel, der neutestamentlichen Autoren, nicht nur irgendwie Wunschdenken ist, sondern dass er logisch kohärent ist. Also ich sehe da keinen Widerspruch und ich sehe auch nicht, warum man sich immer das so darstellen lassen muss, als wäre es ein unverständliches Mysterium. Es mag sein, dass man nicht alle Dinge in der Fülle verstehen kann, aber das Grundkonzept, eine Natur, eine göttliche Natur in drei Personen, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mega schwer zu verstehen. Nicht auszuschöpfen, aber ja, und auch im Alten Testament. Es hat mal einer gesagt, das Alte Testament ist reich möbliert, aber schwach beleuchtet. Und sehr gut.
Ja, wenn man jetzt dann, wenn man nochmal sagt, ja, Gott weiß es am besten, ja, richtig. Es ist vernünftig übrigens auch anzunehmen, dass Gottes Wesen den menschlichen Verstand übersteigt. Wer das nicht sieht, dem kann man nicht helfen. Was die Bibel lehrt, ist nicht widersprüchlich, nicht unlogisch. Logisch gibt es keinen Grund, warum drei nicht eins sein können. Und das Wesen des Menschen, ne, das widerspiegelt, dass Gott nicht simpel ist. Wenn Gott uns schon drei einig gemacht hat, wie soll Gott dann simpler sein als seine Schöpfung? Also im Gegenteil würde ich sagen, das beleidigt Gott, wenn man sagt, dass Gott simpler ist als wir Menschen, dass Gott nicht dreieinig ist. Das ist eine schwere Beleidigung gegen Gott. Jetzt gibt es dann aber diese Strohmann-Argumente, die gebracht werden und nicht nur von Davagandisten, nicht nur von Muslimen im Allgemeinen, sondern selbst im Koran verwurzelt sind. Zum Beispiel drei Götter. Du hast mehrmals schon angesprochen, auch Simon, dass im Koran da steht, als würden Christen Menschen an drei Götter glauben. Da heißt, sagt nicht drei. Obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Ich kenne keinen einzigen Christ, der an drei Götter glaubt. Die Bibel sagt im Gegenteil, das haben wir heute schon gehört, in Deuteronomium, in 5. Mose, 6, Vers 4. Der Herr, unser Gott, ist ein Einiger, ein Echad, nicht Yachid. Yachid würde bedeuten eins. Oder auch, dann wird das von Jesus zitiert im Neuen Testament. Das Neue Testament lehrt genau dasselbe. Der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott. Auch hier steht Heis, nicht Monos. Auch hier eine Einheit, die komplex ist. Gott ist komplex. Gott ist kein Simpel. Und ich frage mich, wie die das dann im Mathematikunterricht machen. Ne? Sagt nicht drei, ist ja ein direkter Befehl. Ne? Ist dann quasi die Zahl, die wir nicht sagen dürfen, plus zwei ist fünf. Wer weiß. Ne? Ich glaube, es ist schon auf das Wesen Gottes gesagt, wobei eben kein Christ sagt drei. Aber das nächste ist, dass gesagt wird, die drei können nicht eins sein. Ja, wenn ich dann aber in den Koran sehe, dann steht da, Al-Masih, der Messias, Isa, der Sohn Mariams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, das er Mariam entbot und Geist von ihm. Also sehen wir, dass dieser Isa, dass der Allahs Gesandter ist, dass er sein Wort ist und dass er sein Geist ist. Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, der hat halt drei verschiedene Funktionen, aber hier werden ja nicht nur Funktionen angesprochen. Hier werden drei wesensmäßige Unterschiede angesprochen. Einmal ist er ein Gesandter, ein Mensch, ein in seiner Funktion als Gesandter, dann aber auch Wort. Und Gottes Wort ist ja wesensmäßig schon etwas völlig anderes und Geist ist nochmal wesensmäßig etwas völlig anderes, wo da aber kein Problem gesehen wird, dass der Al-Masih das alles in sich vereinigt. Jetzt frage ich mich, warum kann Gott nicht drei Dinge in sich vereinigen, drei Personen in sich vereinigen? Dann das nächste ist, dass Isa, Mariam und Allah laut Koran Gott sein sollen. Oder dass Christen das glauben sollen, sagen wir so. Da wird Isa gefragt, ja, hast du etwa gesagt, nehm mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern? Hier wird impliziert, Christen glauben, dass Isa, Mariam und Allah Gott sind. Auch das ein Strohmann-Argument, was sich so nirgends in keiner christlichen Sekte, in nichts, nirgends in der ganzen Geschichte der Christenheit findet. Gut, es deutet halt darauf hin, dass die Autoren des Koran durch die Umgebung, die auch stark geprägt war von dem Marienkult, wahrscheinlich aber missverstanden haben, was Christen glauben, ne? Dass die Dreieinigkeit aus Gott, Jesus und Maria bestünde. Das mag schon sein, dass jetzt die kirchlichen Bekenntnisse Praktiken das so nicht gelehrt haben, aber die Volksfrömmigkeit kann den Beobachtern, den Autoren des Koran, das nahegelegt haben, dass das so sei. Also bei oberflächlicher Betrachtung, ne? Richtig, ja. Und das sehen wir eigentlich von vornherein, die antitrinitarischen Züge des Islam und die Hinweise darauf, dass sich der Islam rausgebildet haben könnte aus einer arabischen, arianischen, heretischen Gruppe, und sich dann stepweise hinentwickelt hat zu dem, was wir heute als dem Islam kennen. Da sehen wir auf jeden Fall große Missverständnisse bei den Autoren des Koran.
Das kann man auch so sich richtig vorstellen. So, ne? Der Mohammed reist herum als Kaufmann und trifft auf Juden, trifft auf Christen. Sie sieht in ihre Gebetshäuser und dann sieht er bildliche Darstellungen vom Vater, von der Maria und vom Sohn, wie das Jesuskind vielleicht auf dem Arm trägt. Aber was er nicht sieht, ist eine Abbildung vom Heiligen Geist. Ne? Und dann, dass er zu dieser Vorstellung dann auch mit gelangt ist. Aber nochmal. Wir gehen davon aus, dass 100 Jahre später, im 8. Jahrhundert oder Ende 7., Anfang 8. Jahrhundert, sich stückweise der Islam entwickelt hat aus arabischen, aramäischen Christen heraus und ganz bewusst als eine, als eine antitrinitarische, die Gottheit Jesu ablehnende Gruppierung. Also, liebe Zuschauer, da sehen wir auch jetzt hier unter uns unterschiedliche Ansätze in Bezug auf den Islam. Worin wir einig sind, ist, dass der Koran hier nicht korrekt wiedergibt, was die Christen damals geglaubt haben. Damals und zu aller Zeit. Ja. Und da könnte man jetzt aber sagen, naja, gut, das war halt was damals, eine bestimmte Gruppe an Christen, die auf der arabischen Halbinsel gelebt hat, geglaubt hat. Habt ihr mit Sicherheit auch schon gehört. Was wäre denn eure Antwort darauf? Ja, dass der Koran dann überhaupt nicht mit dem Christentum, mit Christen an sich, sie überhaupt nicht anspricht, überhaupt unerwähnt lässt. Es findet sich dann überhaupt kein Argument, überhaupt kein Problem mit dem christlichen Glauben an sich, sondern eben nur mit dieser kleinen Gruppe. Das wäre eine Folge. Eine von vielen. Also das hat noch mehr logische Probleme. Zum einen, dass es, oder insgesamt Probleme, dass es geschichtlich nicht nachweisbar ist, dass es, wie gesagt, hier werden Christen angesprochen, wird nicht gesagt, diese eine Gruppe sagt, sondern es wird als grundsätzlich dargestellt. Aber nochmal, das sind alles Dinge, die Bibel nicht lehrt und die Christen nicht glauben. Und jetzt ergeben sich aber eine ganze Reihe von Fragen, die wir im Prinzip Leuten, die zum Beispiel Livestreams machen gegen Dreieinigkeit, die wir denen stellen müssen. Zum einen, wieso lasst ihr diese Einheiten weg? Wieso sagt ihr nicht, eine Person und eine Person und eine Person kann nicht ein Wesen sein? Wieso redet ihr von drei Göttern immer wieder? Wieso? Oder andersrum, erstmal erklärt uns erstmal, was ist die Dreieinigkeit? Und da gibt es ein echt interessantes Video, wo Sertaj die Dreieinigkeit super gut erklärt. Das Problem ist dabei, dass er der Darstellung des Koran damit widerspricht. Er stellt zwar die Wahrheit dar, wie Christen das glauben, aber Allah ist dann die Frage, warum impliziert der aber im Koran eine falsche Dreieinigkeit, nämlich Isa, Maryam und Allah? Und da kommt aber auch für mich auch schon eine gewisse Unehrlichkeit zutage, weil wenn man auf der einen Seite in der Lage ist, sehr gut wiederzugeben, was Christen denn glauben, kann man nicht auf der anderen Seite ständig solche, ich muss jetzt auch nicht das formulieren, aber nicht so auf die Art und Weise Fragen stellen, als hätte man es eben nicht verstanden und als wäre das so unschlüssig und das ist ja auch eine Taktik. So, das zeigt, da geht es gar nicht darum, dass das jetzt wirklich verstanden werden will, sondern man möchte einfach nur um jeden Preis das als unvereinbar mit der menschlichen Logik darstellen. Ich denke da immer gleich an, sollte Gott wirklich gesagt haben? Es wird verdreht, es wird nicht richtig dargestellt, selbst wenn es richtig verstanden würde, wird so getan, als würde es nicht richtig verstanden. Dabei muss man auch nochmal fragen, ihr sagt, es ist unlogisch. Okay, wenn es für euch unlogisch ist, aber muss denn Gott für den menschlichen Verstand vollkommen fassbar sein? Und andersrum gefragt, jetzt mal bei Muslimen nachgefragt, okay, Allah betet für Mohammed. Da gibt es islamische Aussagen, die Frage ist, also sowas, ne, wenn der Sohn zum Vater betet und mit zum Vater redet, macht im biblischen Kontext, macht im christlichen absolut Sinn. Aber wenn jetzt Allah betet, und da heißt nicht nur, dass er Segen sendet, das Wort Segen ist Baraka, ne? Da heißt er betet, er macht Salah. Dann ist die Frage, zu wem macht er denn Salah? Das macht im Ein-Gott-Glauben des Islam keinen Sinn. Das nächste ist, warum nennt er sich wir? Jetzt kommen dann Muslime schnell mit dem
Majestätsplural oder in ähnlichen Ausdrucksformen, aber gemeint ist eine Form, die Allah mehr Ehre bringt. Jetzt zeigt das, wenn dem so wäre, würde sich aber zeigen, dass wir mehr Ehre verdient als ich. Dass eine vielfältige Gottheit sozusagen größer, ehrenwerter, besser ist als eine einfältige Gottheit. Also dieses Wir an sich ist ein Riesenproblem, wenn Muslime sich tatsächlich mal damit beschäftigen und nicht einfach nur das Wegwischen mit Majestätsplural. Im Gegenteil, diese Lösung bringt viel größere Probleme. Die alte Lösung von Mohammed an dieser Stelle war zu sagen, ja, manche Sachen verstehen wir nicht. An dieser Stelle, gerade an diesem Wir, sagt Mohammed genau das. Ja, wir verstehen es nicht. Und da wären die Muslime auch gut damit bedient. Allerdings müssten wir dann als Dreieinigkeitsvertreter, als Vertreter des biblischen Gottes nachhaken, ja warum? Okay, was ist Isa? Nochmal diese Frage, ne? Wenn ich dann in den Koran gucke, ist ein Gesandter, Wort Gottes und Geist von Gott? Okay, wieso soll dann Gott nicht können, was Jesus oder Isa eben kann? Und das sind so Fragen, wo man doch sagen muss, Leute, beantwortet das mal, dann werden wir weitersehen. Wieso kommen Muslime bei ihren ganzen Angriffen gegen Gott nicht ohne solche Scheinargumente aus, ohne Strohmann-Argumente, ohne Verdrehungen, ohne philosophische, und Josef, du wirst uns dann noch was sagen zu den philosophischen Verdrehungen, die da gebracht werden, wo Gedankengebäude aufgebaut werden auf einer verdrehten Logik, wo die biblische Logik auf den Kopf gestellt wird, und dann versucht wird, ein logischer Widerspruch aufzuzeigen. Das kommen wir gleich noch dazu. Aber ich möchte den Muslimen, insbesondere von Iman TV, aber auch allen anderen, einige Challenges mitgeben. Das erste, die Trinitäts-Challenge, zeigt uns einen Vers in der Bibel, der davon spricht, dass Christen an drei Gottheiten glauben. Wenn ihr das schon immer wieder behauptet, dann zeigt es uns bitte in der Bibel. Die Logik-Challenge, zeigt uns, dass drei Wer nicht ein Was sein können. Die Gott-Challenge beweist uns, dass Gott für unser Denken vollkommen erfassbar ist bzw. sein muss. Die Gott-Mensch-Challenge beweist uns, dass Gott simpler ist als der dreieinige Mensch. Und die Christen-Challenge beweist uns, dass Christen an drei Götter glauben, nämlich an Isa, Maryam und Allah. Und das sind diese Dinge, die immer wieder behauptet werden, beweist uns mal. Ihr werdet an jedem einzelnen Punkt scheitern. Aber jetzt ist die Frage, okay, wir haben ein paar Punkte angesprochen, aber was denkt ihr, was erwartet jetzt die Zuschauer im Iman TV Livestream? Was erwartet die Zuschauer da? Was schätzt ihr, was denkt ihr? Also ich habe da ganz konkrete Vorstellungen, weil ich habe einen jemanden entdeckt aus dem amerikanischen Raum, englischsprachigen Raum, der heißt Jake und nennt sich auf YouTube The Muslim Metaphysician, also der muslimische Metaphysist. Metaphysist, ist das Metaphysiker. Richtig? Metaphysiker, ne? Danke. Und als ich die Videos dann von ihm gehört habe, auf sie gestoßen bin, das war wie eine 1:1 Übersetzung, also was Sertaj dann geliefert hat auf seinem privaten Kanal, wie heißt der, Sertaj Obadas oder irgendwie so. Und da hat er das erstmal nicht so aufgeführt, dieses vermeintlich logische Problem der Trinität, das LPT. Und das ist wirklich wie eine, man kann die zwei Videos nebeneinander fast laufen lassen, sage ich scherzhaft. Und es ist wie so ein Synchronsprecher vom Jake, von diesem Muslim Metaphysician. Also hat er 1:1 von ihm kopiert und gibt das auf Deutsch einfach wieder. Und das wird ihr erwarten. Die Frage, die grundlegende Frage ist, es wird nämlich 7 Aussagen werden aufgelistet. Die hat er ja auch im ersten Teil von seinem LPT aufgelistet, nämlich fängt an mit, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater und der Heilige Geist ist nicht der Vater oder der Heilige Geist. Und als siebte Aussage, als siebte Prämisse dann, es gibt exakt einen Gott. Ja? Und dann wird gesagt, das Problem einmal ist, dass es sich hier um einen logischen Trugschluss handelt, der Äquivaktion, nämlich, dass man hier das Ist in einem anderen Sinn gebraucht. Und die grundlegende Frage ist dann, wenn ihr sagt, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, dieses Ist, dieses Verb Sein,
Wie gebraucht ihr das? Ist das eine Prädikation, also eine Eigenschaft, ein Prädikat, oder ist es ein Ist der Identität? Das ist die Frage. Und die wurde mir auch gestellt über Instagram oder ich weiß es gar nicht, von einem vom Iman-Team. Und dann habe ich gesagt, ja, weder noch. Im Grunde, wenn dann prädikativ vielleicht, aber in dem Sinne, was wir damit meinen, Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, der Vater ist Gott, dann meinen wir damit, sie haben Anteil an den Eigenschaften und den Attributen, also den Attributen und den Titeln und der Verehrung als Gott oder des einen Wesens Gottes. Das ist das, was wir jetzt im Vorfeld beständig gesagt haben, drei Vers, ein Was. Und alle drei Vers haben Anteil an allen Eigenschaften des einen Wesens Gottes. Wie eben, um nochmal auf diese Illustration zurückzuverweisen, wo ein Mensch ist, in welchem drei Personen sein können, die haben Anteil an allen Eigenschaften dieses einen menschlichen Wesens. Und ja, das wird ihr erwarten. Also wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, was euch erwartet, schaut euch den Muscle Metaphysician an, wenn ihr einigermaßen gut Englisch versteht. Und das ist sein Steckenpferd, da hat er sich drauf spezialisiert und Serdaj hat das dann eben hier so übernommen. Aber das Eigentliche, ja, vielleicht will noch jemand was sagen, dann würde ich das wahre LPT, das logische Problem des Tauhid mal ansprechen. Also vielleicht noch, wenn du kurz sagen könntest, einen Moment bitte, wenn du vielleicht noch kurz sagen könntest, gibt es auf diese, du hast mir erwähnt, auf dieses Video gibt es auch eine Antwort, ist das so? Genau, er hat mehrere Debatten auf seinem Kanal, dieser Jake, mit einigen christlichen Gelehrten. Die sind sehenswert, sehr interessant. Aber am besten finde ich die Debatte, die er mit James White geführt hat. Könnt ihr auf seinem Kanal auch sehen. Alpha und Omega Ministries. Einfach angeben, Debate, James White und Jake oder Muscle Metaphysician. Und dann kommt ihr drauf. Und der James White hat das sehr gut gemacht. Er hat auch das gemacht, was auch gleich mein erster Gedanke war, als ich Serdaj sein Video kommentiert habe, das finde ich auch bei mir auf Christologisch, da habe ich auf das Problem mal reagiert, auf den ersten oder zweiten Teil, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und dann habe ich diese 7 Prämissen aufgelistet und gesagt, ja, das stimmt, das habe ich mir begegnet hier und da in Kommentaren von christlich-konservativen Gelehrten. Aber es ist seltsam, dass die 7. Prämisse nicht oben steht. Die muss als allererstes oben stehen, nämlich es gibt einen Gott. Das ist die alles überschattende Grundprämisse. Und im Licht dieser fundamentalen christlichen Glaubenslehre, nämlich dass es nur einen Gott gibt, müssen alle anderen, also die weiteren 6, beurteilt werden. Nämlich, dass alle drei Anteil haben, alle drei Personen Anteil haben an dem einen Wesen Gottes. Aber das ist die Basis und nicht erst irgendwie hinten der Rattenschwanz oder so. Und James White hat das wunderbar gemacht. Er hat sich nicht auf diese philosophischen Kategorien eingelassen und immer wieder zurück zur Schrift. Sehr empfehlenswert. Ja. Mhm. Übrigens ist ja das, was der Josef gerade genannt hat, bei diesem einen konkreten Beispiel, ja auch bei ganz vielen anderen Themen so. In vielem ist Iman TV einfach nur eine Copy-Paste-Version von dem, was andere Leute erarbeitet haben. In manchen Fällen muslimische Dawa aus England, wo man, also ich schätze einfach mal aus dem englischsprachigen Raum, wo man 1:1 kopiert hat. Das wird auch an manchen witzigen Beispielen deutlich, wie beispielsweise in dem Video, das ich auf meinem Channel auch hochgeladen habe, Widerlegung von Scheinargumenten, Iman TV Teil 5 war es, glaube ich, wo ein witziger Übersetzungsfehler entstanden ist, nämlich als der Amir ein Video aus dem, irgendwelche geschichtlichen Daten zur Kreuzigung übersetzt hat ins Deutsche und dann aus People Völker gemacht hat. Einfach eine unglückliche Übersetzung, wo deutlich wird, der hat ein Wort, was jetzt, also das würde keiner im Deutschen so verwenden, aber das einfach aus dem Englischen übertragen. Und vieles habe ich auch bemerkt, ist einfach 1:1 die Argumentation mancher christlichen Apologeten, die ich kenne. Also da ist oft nicht besonders viel eigene Denkarbeit dabei, bei dem Serdaj vielleicht noch mehr. Ich glaube, der hockt sich dahin, macht seine Hausaufgaben und hat da hier und da mal eine eigene Ergänzung, die er da mit reinbringt. Aber das ist oft einfach nur der Abklatsch von dem, was andere sich erdacht, erarbeitet haben. Also die guten Argumente für den Theismus, das Kontingenzargument und wenn es um Moral und andere Punkte geht,
liebe Muslime, denkt doch nicht im Ernst, dass die das sich jetzt selber alles so erdacht haben. Haltet jetzt eure Imante, Frau Jungs, nicht für die großen Denker und Apologeten. Die machen nichts anderes als Copy-Paste betreiben von dem, was andere sich da erarbeitet haben. Und das Ding ist halt, was wir heute Abend erwarten können, ist in vielerlei Hinsicht einfach nur Rhetorik. Gute Rhetorik. Das können die Imante vor Jungs wirklich gut. Die schaffen es wirklich, sich als die überlegenen Heroes darzustellen. Und wenn sie dann die 18-, 19-jährigen Kiddies, die dann teilweise nicht mal gut Deutsch können, wie ich im Stream hatte, einer, der jetzt mehrfach drum gebeten hatte, ob er aus dem Stream raus kann, der andere auch mindestens einmal, wenn nicht zweimal drum gebeten hat, ob er raus kann, die werden dann da genötigt, weiter im Stream zu bleiben, oder was ist genötigt, überredet, wurden die weiter im Stream zu bleiben und wurden dann da rhetorisch zerfetzt. Der eine war ein Jahr Christ, konnte nicht gut Deutsch und so weiter. Wir werden auch heute Abend sehen, wie Leute da rhetorisch auseinandergenommen werden, die zu dem Thema gar nicht sprechen sollten, besser. Auch da finde ich, manchmal überschätzen sich die Christen und gehen in den Stream rein mit null Vorbereitung, wenig Hintergrundwissen und stoßen da auf Leute, die seit Wochen und Monaten nichts anderes machen, wie angebliche Fehler da drin zu finden. Ja klar, sieht es dann immer so aus, als wird man zerfetzt. Und da, wo Leute wirklich was drauf haben und gute Argumente bringen und sie das merken, da werden sie in eine Ecke gedrängt, im Satz unterbrochen. Da werden dann die Worte im Mund verdreht und Dinge werden so dargestellt, wie sie nie gemeint waren. Da gibt es Videos über mich auf Anderson Channel, wo ich mir dachte, sag mal, du weißt doch, dass ich das nicht so gemeint habe. Der hat sogar, da habe ich in dem Livestream mich dann richtig aufgeregt und gesagt, hey, sag mal, brauchst du das eigentlich für dein Ego, so zu verdrehen, was ich sage? Wie oft soll ich denn jetzt noch erklären, was ich meine und was ich nicht meine? Und dann kriegt er das wirklich fertig, diese Passage natürlich nicht mit drin zu haben und den Livestream-Ausschnitt, wo er konsequent mir im Wort rumdreht, was ich gesagt habe, am Ende dann als einen riesen Widerspruch darzustellen. Ich weiß noch, als ich im Stream war und meine Punkte gebracht habe, ein Sertouch seine Punkte bringt und ich aber nicht dann meine Antwort geben konnte, das letzte Wort haben am Ende immer die Imante vor Jungs. Und so am Ende wird immer der Deckel draufgesetzt, wir haben heute alle widerlegt, wir haben alle zerstört, keiner konnte irgendwelche guten Argumente liefern und deswegen kommen für mich diese Streams mehr irgendwelchen Schauprozessen gleich und das in dem Bewusstsein, dass es so ist, dass man am Ende eh immer so dargestellt wird, als der, der keine Argumente hatte, selbst wenn man aus der Wahrnehmung von neutralen Leuten die zerfetzt hat, argumentativ, ging ich da trotzdem rein, in der Hoffnung, dass ein paar ergebnisoffene, denkende Leute merken, was da eigentlich für eine rhetorische Schweinerei betrieben wird, wie da manipuliert und verdreht wird an allen Ecken und Enden. Und ich hoffe, dass auch heute der ein oder andere fitte Christ mit dabei ist und all die Leute, die wahrheitsliebend sind, merken, dass die Dreieinigkeit sinnvoll ist und nicht nur sinnvoll, das wäre eigentlich mein ganzer Stream wert, auch noch die Herrlichkeit unseres großen Gottes in genialer Weise abbildet. Genau. Und in diesem Sinne, ich weiß auch manchmal gar nicht, ob ich überhaupt mir wünschen soll, dass Christen dahin gehen. Manchmal denke ich, ist so ein bisschen wie, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Was würde passieren, wenn einfach gar keiner zu Iman TV gehen würde? Und wenn einfach die Christen, die da sind, schreiben, hey, ladet den Simon ein, ladet den Klaus ein, ladet den Josef ein, ladet den, und da waren noch einige andere, die gute Antworten geliefert haben, die geblockt wurden. Vielleicht wäre das sinnvoll oder wir müssen gucken, dass wir faire Debatten organisieren, weil das, was da läuft, wie du schon gesagt hast, ist alles andere als fair. Es ist taktisch, da wird mit Taktik gewonnen, nicht mit Argumenten. Und im Gegenteil, wenn man viele Argumente dann mal aufdröselt oder denen mal nachgeht, was da gesagt wird, dann sieht es traurig aus. Ja, Josef. Und liebe Muslime, an dieser Stelle, liebe Iman-TV-Leute, kommt doch auf eine Debatte, auf eine faire Debatte, wie die Debatte, die ich mit Harun hatte. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr euch traut. Ihr kommt immer mit, traut euch in den Stream. Traut euch mal zu einer fairen Debatte. Traut euch mal zu einer Debatte, die moderiert ist, wo jeder die gleiche Sprechzeit hat, wo ihr eure rhetorischen Spielereien nicht treiben könnt, wo ihr nicht die Zuschauer und die Leute im Stream, die es nicht besser wissen, verarschen könnt mit euren manipulativen rhetorischen Taktiken. Traut euch doch, bei einer fairen Debatte dabei zu sein. Und wir können bei ganz vielen Themen gleich nächste Woche was vereinbaren. Kein Problem.
bei ganz vielen Themen, da wäre ich sofort dabei. Ich brauche nur ein paar Stunden Vorlaufzeit für eine Präsentation und ich bin dabei. Es gibt ein paar Themen, klar, da muss man sich einmal reindenken und das umfassend behandeln. Deswegen, ich wäre jetzt auch nicht bei jedem Thema sofort bei einer Debatte dabei, weil man will ja auch nicht nur aus irgendeinem Halbwissen herausreden. Aber bei ganz vielen Themen, los, gib mir einen Termin und wir sind nächste Woche, übernächste Woche bei irgendeinem neutralen dritten Channel und können da eine faire, durchmoderierte Debatte führen. Aber auf sowas haben die lieben Jungs ja nicht so Lust. Da geht es ja mehr darum, einfach am Ende als der große Hero dazustehen und nicht darum, jetzt die besten Argumente geliefert zu haben. Bei einer fairen Debatte funktioniert es nicht und deswegen lassen sich da erfahrungsgemäß Dauergandisten auch nicht so gerne drauf ein. Josef, ja, Abschlusswort. Ja, man merkt, dass es nicht darum geht, die Diskussion, die da ist im Raum, auf ehrliche Weise voranzubringen, dass ein Fortschritt stattfindet, weißt du, ein Erkenntnisfortschritt, dass man einfach selbst thematisch einfach Fortschritte macht und Sachen absteckt und dann, ach, so schaut's aus und in diese Richtung sollten wir jetzt dann weitergehen. Aber wie dem sei, ja, zum Schluss noch das eigentliche logische Problem, nämlich das LPT. LPT, das logische Problem des Tauhid oder von Tauhid. Und einmal kann man hier mal unsere Vorteile, die Vorzüge der Trinität voranstellen und zeigen, dass wir durch die Trinität die Möglichkeit haben oder eine Grundlage, eine metaphysische Grundlage haben für Liebe, für Austausch, für Mitteilung, für Gemeinschaft, für Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Das ist im Wesen des dreieinigen Gottes gegeben, verankert. Da haben wir eine feste Grundlage und ohne das fehlt es. Ein Ausschnitt habe ich gesehen, wo Sertac dann auf dieses Argument eingeht, gerade was die Liebe angeht. Ja, man braucht keine zweite ewige Person neben sich, ja, ein Vater, ein Sohn, übrigens hier ein Vater, kann von Ewigkeit nur Vater sein, wenn er von Ewigkeit einen Sohn hat und der Vater ewig ist, dann ist der Sohn auch von Ewigkeit der Sohn. Und ja, ohne diese Grundlage ist keine Gemeinschaft, keine Liebe, keine Gerechtigkeit, keine Mitteilung möglich. Und Sertac hat mal darauf geantwortet, gerade was Liebe angeht, ja, aber ich kann doch auch einen Gedanken, eine Vorstellung lieben. Ja, also das Problem hier ist ja eben, dass wenn man keine Pluralität von Personen in Gott hat, dann ist man abhängig von etwas außer sich selbst, außer Gott, nämlich etwas Geschaffenem, von der Schöpfung, um etwas lieben zu können. Und da hat Sertac gemeint, ja, aber Allah kann ja, oder man kann ja einen Gedanken, eine Vorstellung lieben. Das finde ich sehr gut, ja. Aber trotzdem, du musst an etwas denken, ja, an dich selbst oder an was denkst du, dann bist du von der Vorstellung an etwas Geschaffenen abhängig, um lieben zu können. Aber liebst dann trotzdem, kann ja sagen, ja, deinen Gedanken. Aber Allah hat Gedanken, Allah hat Vorstellungen. Das bringt uns zu einem sehr gravierenden Problem, nämlich, was ist Wahrheit? Da können wir Christen sagen, Wahrheit ist das, wie Gott es sieht. Seine Vorstellung, seine Ansicht über die Schöpfung, über sich selbst, über den Menschen, was Sünde ist, was Heiligkeit ist und so weiter. Unser Gott ist der Logos, das heißt das Wort, das heißt auch Weisheit, das heißt Lehre, Verstand, Vernunft. Wir haben eine Grundlage dafür, dass Gott denkt, dass er logisch ist. Gott hat die Logik nicht erschaffen, Gott ist der Logos. Gott ist logisch, so wie Wasser, wie du Feuchtigkeit nicht vom Wasser trennen kannst, so kannst du die Logik nicht vom Logos trennen. Er ist die Weisheit, er ist Wissen, er ist Vernunft, Verstand. Und das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 1 bis 3, dass alles durch den Logos erschaffen wurde. Und Hebräer 1, 3, dass er alle Dinge erschaffen hat und trägt durch das Wort seiner Macht. Also er erhält alles in einer konstanten, logischen, vernünftigen und weisen Weise. Wir haben eine Grundlage für Gedanken. So, und wir sagen, Wahrheit ist das Wort Gottes, nämlich das, was Gott offenbart, was er redet. Und Gott redet, was in seinem Herzen ist, was er denkt. Er gibt die Wahrheit weiter. Und wir als Ebenbilder Gottes können sagen, wenn ich denke, 1 plus 1 ist 2, dann denkt Gott genau das Gleiche, dasselbe. Meine Gedanken sind dann wahr, wenn sie sich mit den Gedanken Gottes decken. Aber beim Islam ist so eine Allah so weit entfernt, ja, man, das,
Transzendenz, die Lehre der Transzendenz Allahs, dass er alles übersteigt und nichts ist ihm gleich. Er ist ohnesgleichen. Allah kann mit nichts in der Schöpfung verglichen werden und schon gar nicht mit deinem geschaffenen Gehirn oder die Vorstellungen, die Gedanken, die dein geschaffenes Gehirn schafft. Kein Moslem kann sagen, meine Gedanken haben irgendeinen Berührungspunkt mit Allah. Sie sind deckungsgleich. Das heißt, alle Gedanken, die ein Moslem haben kann, sind prinzipiell ungleich den Gedanken Allahs. Und wenn Allahs Gedanken, Vorstellungen wahr sind und eure Gedanken, liebe Muslime, nicht deckungsgleich sind mit den Gedanken Allahs, sondern prinzipiell ungleich, dann sind eure Vorstellungen immer nicht wahr, weil sie nicht deckungsgleich sind mit der Wahrheit, nämlich den Gedanken Allahs. Wir können sagen, der Logos hat uns erschaffen, wir sollen logisch denken, wir haben eine moralische Verpflichtung, logisch zu denken, weil dann ahmen wir das Denken Gottes nach. Sich zu widersprechen ist gleichbedeutend mit Lügen. Ja, wenn ich sage, ich bin der Josef und zur gleichen Zeit im gleichen Sinn, ich bin nicht der Josef, habe ich mich widersprochen, ich habe gelogen, das ist eine Lüge. Wir haben eine moralische Verpflichtung, unsere Gedanken, den Gedanken Gottes nachzudenken, ihn nachzuahmen. Und wir können sagen, Gott offenbart seine Gedanken in der Schrift und wenn ich das glaube, was in der Schrift steht, dann habe ich eine Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Und das gilt bei Muslimen absolut. Bitte? Genau, geht da nicht und wie du das sehr schön dargestellt hast und in diesem Sinne wollen wir euch wirklich auch einladen, lest die Bibel, schaut, was tatsächlich da steht und überlegt offen mit der Frage, Gott, wer bist du wirklich? Da laden wir euch sehr herzlich dazu ein. Und darf ich einen kurzen Gedanken noch, schauen wir hier. Ja. Allah soll ein Gesicht haben, er soll zwei Arme haben, die sind beide rechts tatsächlich, ja, und ein Schienbein. Meine Frage an Muslime ist, betest du Allah an? Sagen sie natürlich ja. Betest du auch sein Gesicht an? Da würden sie auch noch ja sagen. Betest du auch seine Arme an? Oder betest du das Schienbein Allahs an? Wenn nicht, warum nicht? Und da sieht man, dass Allah nicht eins ist, nicht eine Einheit, sondern eine Komposition, eine Zusammensetzung. Mhm. Ja. Und da haben wir auch ein logisches Problem hier, das vorliegt. Was heißt auch? Da haben wir ein logisches Problem. In dem, was die Bibel zeigt, ist keins. In diesem Sinne danken wir euch fürs Zuschauen. Und das war's von uns, von den Geächteten, zum Thema 1 plus 1 plus 1 ist 3. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Shalom.